Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder Online Chaos Online 2 Redemption. Ja, wir sind ja hier stehen geblieben im letzten Part und ich würde sagen, die Lotterie ist erstmal verfügbar, die können wir jetzt erstmal öffnen. Ja, es gibt nämlich jetzt immer eine Gratis-Lotterie. Hier sehen wir nochmal was erklärt. Ja, wo man halt ein paar Sachen gewinnen kann. Ich würde sagen, öffnen wir die einfach mal. Ja, gucken. Königliche Gabel, okay. Was bringt das? Gucken wir hier in unserem Beutel. Ich erkläre euch das Spiel jetzt nicht so dummaßen, weil es soll ein Let's Play sein und kein Tutorial oder Erklärungsvideo. Ja. Oh, das ist eine königliche Gabel, die können wir verkaufen für 1000 Goldmünzen. Das ist nice. Und ja, hier. Ah, nächst Kalender, da können wir uns nochmal eine tägliche Belohnung abholen. Dann Hero. Können wir noch nicht, aber hier tägliches Geschenk. Wir kriegen jetzt diese Seite. Hero kriegt diese Seite. Ich weiß jetzt nicht, was das bringt. Ich glaube, da kriegt man einfach die Sachen doppelt. Und ja, dann nehmen wir jetzt erstmal die Quests hier an. Wow. Und dann noch die. Let us until we meet again. Noch die. So. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt erstmal machen. Wir machen jetzt erstmal die Zahnräder. Da müssen wir jetzt hier hin. Und dann die Zahnräder einsammeln. Das ist einfach ganz normal MMO-Steuerung. Ja, hier sehen wir nochmal. Tutorial erklärt, das zeige ich jetzt natürlich nicht. Ganz normal MMO-Steuerung, so Rechtsklick halt. Und dann sammeln wir die Sachen entsprechend ein. Sie sind auch schon recht viele, nicht übertrieben viele, aber schon so einigermaßen viele Spieler dafür, dass das Spiel gerade mal ein paar Tage aus ist, draußen ist und ja, die Bevölkerung meistens in Online Chaos für Windows nicht sehr groß ist. Ja, Rede mit dem Ingenieur müssen wir jetzt machen. Da bin ich falsch gelaufen, wir müssen hierher. Und ja, schauen wir mal. Ich finde das Mendel, also ich finde den Mendel eigentlich ganz cool. Und ja, hier ist ein neues Portal gerade aktiviert. Wir müssen halt immer auf der Map Portale aktivieren, um uns halt teleportieren zu können. Hier sehen wir zum Beispiel, wir haben jetzt hier ein Portal aktiviert. Hätten wir jetzt dieses Portal aktiviert, könnten wir uns hier ganz einfach über die Map hin teleportieren oder auch über das Portal hin teleportieren. Und ja, ich glaube, über das Portal ist dann billiger, als wenn man es über die Map macht. Ja, aber finde ich ganz nice. Und ja, jetzt sind wir Level 2, weil wir die Quest abgeschlossen haben und haben auch eine neue Fertigkeit aktiviert. Ja, und die neuen Fertigkeiten schaltet man frei, indem man einfach hier drauf drückt und ja, dann hier den Fertigkeitsmanager auswählt und dort kann man halt die Fähigkeit auswählen und sie dann erlernen. Wird hier nochmal alles erklärt und jetzt haben wir sie erlernt und können sie jetzt hier, indem wir da drauf drücken, ja, hier reinziehen und dann ist halt hier reingezogen. Und ja, hier übrigens in diesem linken Slot findet man die Ausrüstung, den Beutel, die Fertigkeiten, das Handwerk. Das ist aber erst ab Level 4 verfügbar. Dann die Gilden, die kann man leider nur als Hero 3 und Hero kann man halt, man erhält den Rang Hero im Prinzip, wenn man eine Rune kauft, also mit Echtgeld. Das ist halt so ein VIP-System und man kann erst ab Hero 3 in eine Gilde rein. Das finde ich ein bisschen schade, aber ist halt so. Und ja, hier werden alle Freunde aufgelistet und so weiter. Und ja, so viel eigentlich zu der linken, zum linken Tab. Im rechten ist mehr sowas wie Dungeons, also hier sind Solo-Dungeons, die kann man ab Level 5 spielen. Dann hier normale Dungeons, die kann man ab Level 15. Hier dann das Aufgabenbuch, das normale. Hier dann das Auktionshaus, das kann man halt auch per Menü aufrufen. Ja, dann hier Turniere, die werden erst ab Level 10 aktiviert. Dann hier die Optionen und hier exklusiv für PC, also nur wenn man halt mit einer Tastatur spielt. Hier nochmal so ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Und ja, so viel im Prinzip dazu. Ja, ich werde jetzt hier das mal bei dem Aufgabenbuch lassen. Und ja, jetzt müssen wir als nächste Quest Mais sammeln. Also ich wollte euch das halt, wie gesagt, oder nicht wie gesagt, aber ich wollte euch das einfach mal ganz kurz klären. Und ja, übrigens, sorry, dass meine Stimme mal so leise ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich nimmt mein Aufnahmeprogramm das nicht so laut auf.
Ich bin noch nicht so ein Typ, der so extrem laut redet. Also, sorry. Vielleicht dafür. Aber das müsst ihr halt akzeptieren, wenn ihr auf meinem Kanal seid. Und ja, eine Sofortaufgabe ist aktiv. Beende die Aufgabe, um Erfahrung zu gewinnen. Ja, das ist auch ein neues Feature hier in Ordnung Chaos. Das gibt es auch nicht in vielen MMOs. Und zwar bekommt man halt, wenn man in bestimmte Gebiete geht, die sieht man auch hier. Hier zum Beispiel bei diesem Wappen. Ausrufezeichen oder hier, wenn man in diese Gebiete geht, bekommt man eine Sofortaufgabe. Das heißt, wenn man momentan keine Quests mehr hat, geht man einfach in die Gebiete, die auf der Map sind, macht die Sofortaufgaben, die werden täglich zurückgesetzt, sind im Prinzip also tägliche Quests und so bekommt man halt EP, ohne halt mit jemandem reden zu müssen, sie mühselig anzunehmen, einfach wenn das Gebiet laufen und dann erhält sie automatisch, wenn sie dich verlässt, ja, gibt man sie im Prinzip automatisch ab, also, ja, ist halt sozusagen weg, aber der Fortschritt der Quest ist dann trotzdem nicht weg. Das heißt, wenn ihr ganz das Gebiet verlässt und er wieder da reingeht, ist der Fortschritt eurer Mission trotzdem noch nicht weg. Und ja, meistens ist die Mission eher das Sammeln oder wie heißt es? Oder töten. Und ja, hier ist jetzt gerade ein Monster gespawnt. Greife ich das mal an. Ja, dann muss man halt, wie gesagt, diese Skills. Und ja, unsere Sofortaufgabe sehen wir immer, wenn wir das abschließen. Und ja, hier müssen wir, also wir können hier zwischen Sofortaufgabe und normalen Quest. Und ja, wir müssen jetzt im Prinzip diese Steine als Sofortaufgabe, also nicht als normalen Quest, sondern als Sofortaufgabe, müssen wir diese Steine hier sozusagen sammeln. Dann kommt halt Mobs raus, die wir töten müssen. Und ja, das, wenn wir uns einen Mob getötet haben, sehen wir hier, es füllt sich halt immer weiter und wenn sich das zum Schluss gefüllt hat, haben wir die Sofortaufgabe abgeschlossen und kriegen halt die EP und die Belohnung. Und ja. Ja, da bin ich wieder, sorry für den Cut. Ja, wir machen einfach weiter mit den Quests. Und ja, also im Prinzip, ja, habe ich jetzt alles erklärt, so ist es ein bisschen kompliziert, aber wenn man es spielt, schafft man es eigentlich direkt. Ja, muss man halt gucken. Ja, ich werde die Folge auch übrigens nicht so lang machen, weil ich auch nicht so viel Zeit habe. Okay, gleich habe ich schon Zeit, aber jetzt in diesem Moment gerade nicht. Und ja, aber vielleicht nehme ich später noch eine Folge auf, wenn ich wieder Zeit habe. Ja, den Mais haben wir übrigens schon geschafft jetzt in dieser Sekunde, aber wir machen noch die Sofortaufgaben fertig. Weil, ja, jetzt gucken wir mal, wie weit der Fortschritt ungefähr ist. Ja, die machen wir noch eben fertig, weil wir ja eh fast fertig damit sind. Aber ich werde tatsächlich immer alle Sofortaufgaben machen, weil es sind ja eh tägliche Quests, also, ja, kommt so aus Lust und Laune. Aber alle Quests werde ich schon machen, denke ich. Weil es gibt nicht gerade extrem viele Quests in diesem Spiel. Also so viel, dass es zum Leveln reicht, so gerade, aber ja, nicht so extrem viel. Also es ist schon schwieriger zu leveln. Das Leveln steht hier auch schon oft schon öfters im Hauptpunkt, kann man sagen. Und ja. Brauchst du etwas? Okay, jetzt brauchst du schon Level 3, das ist nice. Ja, und jetzt müssen wir mit Hannah reden. Okay. Ja, ich kann euch das jetzt mal ganz kurz mit der Tatkraft zeigen. Ja, hier sehen wir die Tatkraft. Oh, die ist schon um einiges runtergegangen. Lol. Also auf der iOS-Version geht das nicht runter. Zumindest nicht so schnell. Hm. Das schockiert mich jetzt etwas. Normalerweise wäre die jetzt noch bis hier oder so. Also auf der iOS-Version geht es ganz schnell. Aber ich glaube, die erholt sich auch durch die Quests teilweise. Auf jeden Fall sehen wir hier die Tatkraft, die geht eigentlich relativ langsam hoch, weil die sich ab und zu immer wieder herstellt. Also im Prinzip, wenn man nicht jetzt gerade 5 Stunden spielt, ist es unmöglich, diese voll zu kriegen, sodass man nicht überquesten kann. Ja, aber die ist im Prinzip nur da, dass man halt nicht durch mehr als 5 Stunden durchquestet. Das heißt, so nach 4 Stunden durchquesten, sollte man dann mal bis zum nächsten Tag warten. Aber sonst kann man, auch wenn die Tatkraft voll ist, alles andere machen. Das heißt, ihr könnt in Dungeons gehen, Solo Dungeons machen. Sofort Quests weiß ich gar nicht. Ja, ihr könnt halt im Prinzip alles machen, PvP-Gebiete, alles halt außer Questen. Ja, also spätestens auf dem High-Level hat es null Einschränkungen mehr. Also im Prinzip ist es jetzt auch nicht so extrem.
scheiße, wie es. Also, es hört sich jetzt extrem scheiße an, aber so scheiße ist es jetzt auch nicht. Wenn man es denn das Spiel mal spielt, dann wird man es verstehen. Weil teilweise durch die Quest füllt sich das teilweise wirklich schon auf. Zumindest in der iOS-Version. Bin ich jetzt Level 12 in einem Tag ungefähr. Und habe noch kein einziges Mal die Teilkraft voll gekriegt. Und ja, oder in anderthalb Tagen kann man schon sagen. Ja. Okay. Die Musik weiß ich gar nicht, warum die nicht an ist. Gehen wir mal hier hin. Optionen, Spieleinstellungen. Hier schon mal nicht. Wo ist es denn? Anzeige? Ah, da war Sound. Ich bin dumm. Sound. Musik. Ah, jetzt ist sie an. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hört. Ich hoffe es einfach mal. Ein Ufer-Event erscheint. Versuche, es mit anderen Spielern abzuschließen. Hä? Ah, besiege den schlecht gelaunten Bär. Das ist jetzt ein Notfall-Event. Kommen anscheinend auch mal, wusste ich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht können wir den da schon alleine killen. Nee. Vielleicht doch, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall die Skills sind zu diesem Fall typisch beim MMO. Oh, der rennt schon jetzt weg. Ja, ich kann euch das im Prinzip nochmal so zeigen. Diese Leiste könnt ihr natürlich aufmachen. Weil sonst habt ihr keinen Platz für eure Skills. Ihr könnt auch scrollen. Also ist halt typisch für MMOs im Prinzip. Bloß halt ein bisschen für mobile Geräte angepasst. Ja, so. Mal gucken, ob es dann schafft. Ich denke, schaffen. Ja, das ist okay. Ich frage mich aber auch, warum der jetzt hier ist, weil ich möchte gerne in Ruhe questen und erinnere mich dabei. Das finde ich ein wenig blöd. Also auf der anderen Insel war das nie. Also auf der anderen Anfangsgebiet. Ja, egal. Wir müssen jetzt mit der auf jeden Fall reden. Und rede mit der Minenwache. Okay. Ja, als Instant Quest haben wir irgendwas mit, ich weiß es nicht, ich glaube das hier. Müssen wir das mitmachen? Ja, wir müssen die Schlafen irgendwie verbrennen. Oder so. Keine Ahnung, hilft das mit den Pilzen auch? Oder sind die einfach nur da? Nein, die sind anscheinend einfach nur da. Also wir müssen die Monster, die padden, irgendwie verbrennen. Zumindest bestimmte einfach verbrennen. Übrigens, wenn ich eure Skills alle mal im Video aufgeladen habe, könnt ihr einfach Autoflex brennen, damit könnt ihr auch Vorwurf machen. Das ist vielleicht in der ersten Folge gesagt. Zumindest, wenn man Haarkämpfer ist, ich weiß nicht, vielleicht auch so, bin mir nicht sicher. Wir können auf jeden Fall schon wieder die Lotterie machen, das ist nämlich so aufgebaut, dass es erst 5 Minuten Wartezeit, glaube ich, hat, danach 20 Minuten und danach ein Tag. Und ja, machen wir das wieder auf. Und bekommen sowas, bringt uns nicht viel momentan. Brauche ich euch noch nicht viel zu erklären. Bringt uns auf jeden Fall noch nicht viel, das kann ich schon mal dazu sagen. Und dann brauchen wir das. Oh, der kämpft gerade gegen den Bär. Dann helfen wir ihm mal. Warum holt er uns kein Akku? Ist er zu dumm zum Angreifen? Greif ihn doch an! Helf mir doch! Mein Gott, ist der... Ohne Spaß, so unsozial habe ich noch nie Leute gesehen. Also echt, das sind echt manchmal teilweise asoziale Leute sozialer als der, ohne Spaß. Was hilft er mir nicht? Ich will dem helfen und der... Oh mein Gott. Das ist echt asozialer geht's nicht. Aber okay. Kann man nichts machen.
Und ja, dann gucken wir mal, wo die Bären sind, die müssen wir verbrennen. Das ist eine Quest. Also ich weiß nicht, was man jetzt dazu kommentieren kann, deswegen ist auch, wenn ich manchmal ein bisschen still bin. Aber ihr könnt ja einfach die schöne Musik hier hören. Also ich finde die Musik gut. Aber die Anfangsmusik, also im Hauptmenü und so weiter, die ist immer noch die beste. Und die ist mir echt geil, sozusagen die Hymne, sag ich mal. Oh, das ist ein anderer, der würde mir wahrscheinlich helfen. Ja, dann helfe ich ihm jetzt auch einfach mal. Warum? Oh, der ist gestorben. Scheiße. Komm. Helf mir. Oh mein Gott, was hilft der mir? Ja. Nee. Hä? Der hat einfach gespawnt. Den Streiter. Frag mich nicht warum. Aber, naja. Ah, wir können auch diese Dinger töten. So, das wusste ich gar nicht. Egal. Wenn wir die auch einfach töten. Wusste ich nicht. Naja, wir nehmen jetzt schon wieder viel zu lange auf. Ich bin dumm. Okay, dafür haben wir jetzt noch die Sofortaufgabe abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Haut rein und schau.